Einen wunderschönen guten Tag hier aus Berlin vom Prenzlauer Berg. Und wir wissen gar nicht genau, wo wir sind, im sowohl als auch oder in irgendeinem dieser tollen Cafés, die es hier zuhauf gibt. Man weiß ja gar nicht mehr wo, mein Gott, was hier alles rumspringt. Ja, ich stehe nicht auf Berlin, ich weiß es nicht. Ist das so bei dir, Tom? Ich stehe ganz doll auf Berlin, muss gleich mal hier als Statement loswerden, weil es geht ja hier um Haltung. Ne? Aber wie steht der Tom eigentlich dazu aus Köthen? Da fragt man sich, Tom. Hallo, das Thema von heute lautet die Kraft der Satire und zu Gast Petra Nadolny und ja, jetzt ja, hast du mir meinen Start geklaut. Macht ja nichts. Was ist Satire und was ist die Kraft der Satire? Wie viel Kraft steckt in dir? Oh, drei Fragen auf einmal. Also Satire ist eine Form der Gesellschaftskritik vielleicht, eine Art von Überhöhung, eine Art von Karikatur, damit man es etwas genauer begreift, um ein Stück Wahrheit hervorzukitzeln und in einem überraschenden Moment zu servieren. So machen das Kabarettisten und wir als Schauspieler, als Comedian auch. Oft, manchmal, wir bemühen uns darum. Die Kraft der Satire, das merkt man vielleicht am ehesten in Ländern, die das gar nicht haben können, dass man da an der Wahrheit rumbohrt, da was irgendwie rauskriegen will. In Diktaturen zum Beispiel. Ich bin in der DDR groß geworden, da fand man das gar nicht so gut, wenn man irgendwie das System oder so kritisieren wollte. Solche Leute sind dann rausgeflogen, die wurden ausgebürgert. Ich erinnere mich an Kraftschick, Freier Klier, Biermann zum Beispiel, ich bin auch vorher gegangen, 89, es war die Wende, ich bin ein Jahr vorher gegangen. Aus der DDR. Du hast ja nicht immer Switch gemacht und warst nicht immer Schauspielerin, oder? Das hast du gemacht ursprünglich. Warte mal, sind wir schon zu Ende? Kraft der Satire? Nee. Ja, ich meine, und heutzutage auch gerade in Diktaturen eben etwas, was gar nicht gewünscht ist, was, Nordkorea zum Beispiel. Kann ich mir nicht vorstellen, dass da irgendjemand sich traut, auch nur trauen würde, nicht mal seinem Freund irgendwas zu sagen, wahrscheinlich, weil die Angst haben, sofort denunziert zu werden. Das war ja in der DDR schon so, aber ich meine, untereinander traute man sich, wenn man wusste, es ist ein guter Kumpel, machte man schon den Mund auf und lachte sich kaputt über alles, was so passierte. Dort jetzt gegenwärtig kann ich es mir nicht vorstellen. Und ich weiß auch, finde ich auch etwas sehr Lobenswertes, der Herr Mittermeier, der Michael, der hat sich zum Beispiel ganz stark für einen Kollegen, einen Comedian eingesetzt, der in China im Knast war, weil er zu viel gesagt hat. Also die Satire hat schon eine Kraft. Weiß ich, ob sie jetzt hier in der Lage wäre, die Gesellschaft umzukrempeln. Aber sollte man nicht unterschätzen. Also die Leute lieben es ja auch, wenn sie mit etwas konfrontiert werden, wo sie wirklich merken, oh ja, so ist das und nicht anders. Wenn Dinge aufgedeckt werden, wenn Leute, die sich irgendwie positionieren wollen, Eitelkeiten und so weiter rausgekitzelt werden. Ja, also sie hat schon eine Kraft. Ja, also da will ich genau drauf eingehen. Also du hast ja ursprünglich was anderes gelernt, aber wie kamst du zur Schauspielerei und wie kamst du zur Satire? Viele sind ja der Meinung, dass du das ziemlich pointiert sehr gut rüberbringst, dass du deine Laien, Ursula von der Leyen von dir, da ist, ich spüre manchmal so Genugtuung in deinem Gesicht, Lust an der Rolle. Woher kommt das? Ja, erstmal zu deiner Eingangsfrage. Ich bin eigentlich Journalistin von Beruf. Als junger Mensch habe ich das mal studiert und habe das auch mal gemacht in der DDR und habe dann Berufsverbot bekommen, weil ich eben nicht mehr das machen wollte, was man von mir verlangte. Ich war damals beim Börsenblatt für den deutschen Buchhandel, also Erfolgsmeldungen hatte ich keinen Bock mehr. Und habe aus diesen ideologischen Gründen einen Ausreiseantrag gestellt und bekam dann ab dem Moment Berufsverbot. Mein Mann auch, und wir haben uns dann überlegt, was wir denn noch können, weil erstmal stehst du ja so da und hast keine Arbeit, kein Geld. In der DDR gab es ja sowas offiziell eigentlich nicht, Berufsverbote gab es nur im bösen Westen. Wir hatten aber jenes, und das hieß ja auch, irgendwie musste man sich überlegen, wie überlebst du denn? Mein Mann kam aus dem Unterhaltungsgeschäft mehr als ich.
ich glaube, wenn das nicht passiert wäre oder, ja gut, aber es ist passiert, insofern hat es auch einen Grund, dann wäre ich wahrscheinlich auch nie zur Schauspielerei gekommen. Und das war der Grund, warum ich mich dann gedacht habe, also warum ich dann mit anderen Dingen einfach beschäftigt habe und auch schon in der DDR eines der ersten freien Theater gegründet habe. Ja, und vielleicht schließt sich so wieder der Kreis. Also bin damals Journalistin geworden, weil ich schon das Gefühl hatte, irgendwas aufdecken zu wollen, irgendwie der Wahrheit näher zu kommen. Das will man ja als Journalist, möchte ja Dinge beschreiben, um Leuten etwas klar zu machen oder um etwas vorzustellen. Und dann möchte man eigentlich bei der Wahrheit bleiben und nicht irgendwelchen Scheiß nur verzappen, damit andere Menschen befriedigt sind. Oder damit man das System befriedigt oder damit man irgendeine Firma befriedigt, weil man für die schreibt. Und jetzt mache ich Satire ja im besten Wortsinne ja wirklich, weil Switch Reloaded ist ein Satireformat. Schließt sich so wieder der Kreis, weil da ist es auch wieder der Job, irgendwie dahinter zu gucken, was steckt so hinter der Maske des Formats oder der Person, der man sich da annimmt. Ne? Also vor der Satire, Wirtschaftsjournalistin, wärst du in dem Beruf geblieben, wo wärst du jetzt, was würde dich im Moment beschäftigen? Wirtschaftsjournalist, also ich habe große Ehrfurcht vor solchen Leuten, die das machen, weil ich glaube, die werden auch heutzutage mit Dingen konfrontiert, wo sie denken, oh Gott, was schreibst du denn jetzt darüber, weil sie wirklich viel mehr wissen. Die Frage, die ich stellen würde, so bei allem bestimmt eigentlich die Wirtschaft unsere Politik oder welchen Einfluss hat die Politik überhaupt noch, wenn man die Wirtschaft zum Beispiel außen vor lassen würde oder geht das überhaupt oder diese Frage würde ich stellen, weil ich glaube, dass wir mehr von anderen Dingen bestimmt werden als von politischen Ideen oder von Visionen oder von den Leuten, die da Politik machen. Sich mehr und mehr dem unterordnen, was die Wirtschaft eigentlich vorgibt. Und das ist schlimm. Und kritischer Journalismus, glaubst du, das ist so ein Blockbuster-Format 20.15 Uhr auf ProSieben? Siehst du da Möglichkeiten oder auf anderen Sendern? Ja, es ist ja nicht nur kritischer Journalismus, es sind auch zum Beispiel kritische Filme oder Filme, die uns mehr abverlangen als eine seichte Unterhaltung, die dann sowohl bei den Öffentlich-Rechtlichen eher ins hintere Programm geschoben werden. Das finde ich sehr traurig, wenn man dann um 20.15 Uhr irgendwie Aya Popeye zeigt und alle lächeln sich zu und eine nette Serie und dann den Film, der mal was zu sagen hat, der kommt dann irgendwie um 23.30 Uhr, wo alle schlafen müssen, weil sie am nächsten Tag wieder zur Arbeit gehen. Das ist die alte Diskussion, inwiefern sich auch das Fernsehen den Werbesendern oder der Quote unterordnet und überlegt, welches Programm sie überhaupt machen, für wen machen sie das überhaupt. Also auch diese Abhängigkeit dann wieder von der Wirtschaft. Ne? Drei Begriffe nenne ich immer, bitte um drei kurze Assoziationen. Günther Jauch. Gasometer, schiefstehen, auch sich anbiedern, dem Publikum und vielleicht sogar seinem eigenen Erfolg. DDR. Scheißdiktatur hat uns um vieles auch betrogen. Also weil man musste ja auch wirklich diese Kraft, die man aufwenden musste, um dahinter zu kommen, was da alles so abläuft, wo ich mich frage, mit welchem Recht? Martin Sonneborn. Ach, Satirepartei. Ja. Ja, Martin, ne? finde ich eine gute Idee, eine gute Sache. Ich erinnere hier an diesen FDP-Parteitag, wo sie dort einmarschiert sind, um zu sagen, hier, schade, dass die lustigste Partei aus Berlin rausgeflogen ist. Und ja, hier bei uns in Nordrhein-Westfalen will er jetzt Mauern bauen zwischen den einzelnen Westfalen, Nordrhein. Ist einer meiner nächsten Interviewpartner.
Kann er auf dich zukommen? Wärst du bereit, neben Hannelore Kraft und anderen als starke Partei für die Partei, für die Satirepartei, für ins Rennen zu gehen? Für ein kraftloses Nordrhein-Westfalen. Ja, Martin, nur wenn ich an deiner Seite sitze, ist klar, ne? Super. Dann würde ich sagen, bedanke ich mich erstmal. Es gibt noch ein Projekt, wo du dich engagierst, das fand ich ganz spannend. Mhm. Schule gegen Rassismus. Noch ein paar Worte dazu vielleicht. Schule mit Courage ist auch wichtig zu sagen, weil Courage brauchen wir, um zu gucken, was für blöden Ideen manchen Leuten nachhängen. Und wo, wenn nicht in der Schule, wo wirklich noch alle zusammenkommen, kann man sehen, irgendwie hat einer da eine verpeilte Idee, es ist nicht gut, miteinander zu reden, weil wenn die Leute dann aus der Schule raus sind, sind sie einsam und machen dann ihr Ding da mit irgendeinem Verein. Und das ist ein großes Projekt, was es mittlerweile an vielen verschiedenen Schulen gibt. In Neubrandenburg hatte mich das Albert-Einstein-Gymnasium angesprochen, ob ich Patin werde für dieses Projekt, habe ich sofort zugesagt. Weil ich es gerade in meiner Heimatbezirksstadt, da wo ich groß geworden bin, Nordrhein-Westfalen, wichtig finde, dass man ein bisschen aufpasst, was da so passiert und dass man sich eben für Demokratie einsetzt und nicht für Leute, die diese Demokratie zerstören wollen und irgendwelche Scheiße im Kopf haben. Danke für das Gespräch, danke für die Begegnung, tolle Bekanntschaft, dankeschön und auch danke für dein Engagement. Ja, und herzlich willkommen hier im Prenzlauer Berg. Ja, wir grüßen all meine Abonnenten und das Thema Leute, beim nächsten und Mal. Und unterstützt ihn auch wirtschaftlich, weil sonst macht er hier überhaupt nicht mehr mit. Ne? Also die Kontonummer Hans Fell von den Grünen. Bis zum nächsten von Mal. Von Dingenskirchen. Tschüss.